Hallo, ich bin Juliette Piotrowski und ich erzähle euch jetzt mal was über mich. Ich bin eigentlich ein ziemlich lustiger, spontaner und absolut lebensfroher Typ. Wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann kannst du mit mir Pferde stehlen, ich mache alles. Wenn ich jemanden nicht so gut mag, dann merkt man das. Ich kann das nicht so gut verstecken, allerdings kommt das nicht so oft vor. Dadurch, dass ich natürlich immer so voll Power bin, also ich quatsch einfach drauf los, wie es mir passt, sage ich jetzt mal, denken natürlich erstmal viele, oh, was ist das denn für eine? Aber wenn sie mich näher kennenlernen, dann merken sie eigentlich immer, dass ich ein relativ sensibler Typ bin. Also wenn irgendwas mit meinen Pferden oder mit Menschen ist, die mir nahestehen, dann geht mir das immer schon sehr ans Herz. Oder wenn was mit meinem Hund ist, ist ganz schlimm. Paula ist ein kleiner, hyperaktiver Jack Russell, der ab und zu ein bisschen zu viel bellt, aber einfach total süß und knuffig und ja, meine kleine Paula. Ich versuche mich halt nicht so darauf zu versteifen, immer die Beste sein zu wollen. Einfach immer mein Bestes zu geben und das Bestmögliche, was mein Pferd machen kann, herauszuholen. Vor allem jetzt so im Sommer, wo natürlich viel Stress ist mit der Turniersaison und so, ist es für mich wichtig, einfach mal selber ein bisschen runterzukommen. Einfach dadurch auch, dass man natürlich viel unterwegs ist, wenig frei hat, auch wenig mit den Freunden machen kann, die jetzt nichts mit dem Reitsport zu tun haben. Ist es immer, wenn ich dann an den Rhein gehe, ist es einfach Stille. Ich kann aufs Wasser gucken, ich kann mit meinem Hund spazieren gehen und ich kann einfach mal ein bisschen nachdenken und zur Ruhe kommen. Wenn ich auf dem Turnier war, wenn irgendwas nicht so gut geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe, was ich anders machen kann, wenn es super war, gehe ich eigentlich nochmal durch die ganzen Gefühlsebenen durch, wie es war. Einfach um das auch mir nochmal selber vor Augen zu halten. Ne? Ich bin danach immer sehr zufrieden und entspannt und kann eigentlich immer gut nach vorne gucken und mich auf die neuen Sachen vorbereiten. So, heute habt ihr etwas über mich erfahren. Das nächste Mal erzähle ich euch was über mein Lieblingspferd Sir Diamond.